Immer mehr Hotspots. Viel zu viele, wenn ihr mich fragt. Was soll das? Sie nehmen mir mein Brot weg. Nein. Je mehr der Hotspots, desto besser. Desto besser für die Helium-Community, desto besser wird das Netzwerk. Desto wahrscheinlicher wird es eines Tages genutzt. Angeblich sind jetzt Toyota und Costco auch dabei bei Helium. Und in diesem Video schauen wir uns nicht an, wie gut ein einzelner Miner performt, sondern wir schauen uns mal ein paar Indikatoren an, die einem sagen, dass die Antenne funktioniert, beziehungsweise die einem sagen, dass sie vielleicht einfach nur ein bisschen Zeit braucht, oder die einem sagen, die Antenne funktioniert gar nicht, dass man da irgendeinen Fehler gemacht hat beim Setup, dass man da vielleicht nochmal drüber schauen muss, einfach nur, dass man ein bisschen Diagnostik betreiben kann und dann erfahren kann, darf ich jetzt Panik haben oder nicht? Wenn ja, dann würde ich euch empfehlen, erstmal bei eurer Telegram-Community nachzufragen, in Discord von eurem Hersteller, von eurem Mining-Hersteller, vielleicht auch mal bei Helium Status reinzuschauen, auf jeden Fall aber bei mir im Stream auf YouTube oder auf Twitch vorbeizuschauen, Link in der Beschreibung, schaut doch auf den Discord-Server vorbei, da wird euch auch geholfen, schaut bei Linkstot und bei BrowN vorbei, da gibt es 3% Rabatt auf meiner mit dem Discount-Code CryptoMarco3, achtet auf die Bestellzeiten natürlich und bestellt nur, wenn ihr langfristig an Helium glaubt, und Antennen, Fensterführungen, Kabel findet ihr im Helium Hotshop. Kommen wir nun, bevor wir uns diese legendäre Grafik hier anschauen, zu der Situation, die einem sagen könnte, dein Hotspot funktioniert. Das ist allgemein die Lage, wenn man sieht, fix, wo habe ich das denn jetzt? Wenn man sieht, okay, man geht hier, also das sind alles jetzt kleine Screenshot-Ausschnitte aus dem Helium Explorer, den wir hier gerade gesehen haben, und hier seht ihr zum Beispiel sehr schön Witness Beacon bei unter Activity. Muah, perfekt, was will man mehr? Ansonsten auch möglich Broadcasted Beacon, das ist auch ein Indikator dafür, dass deine Antenne funktioniert. Früher hieß es übrigens Send Beacon. Ich glaube, das Dashboard bzw. die Ansicht wurde ein bisschen geändert. Diesen roten Button hier habe ich, also dieses blinkenden Kreis, dass da anscheinend sich etwas tut, habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Also nicht wundern, wenn da irgendetwas anderes aussieht. Wie gesagt, die ersten beiden Indikatoren, dass die Antenne wunderbar funktioniert, sind erstens Witness Beacon, zweitens Broadcasted bzw. Send Beacon, und der dritte Fall ist, dass Data Packets transferred worden sind. Das bedeutet, irgendein IoT-Device hat tatsächlich euren Hotspot dafür genutzt. In diesem Fall Glückwunsch und herzlich willkommen im 21. Jahrhundert, Bro. Dann kommen wir als nächstes zu der Situation, wo ich sage, noch ist nicht unbedingt ein Grund da, um Panik zu bekommen. Wahrscheinlich braucht dein Miner, wie jede gute Beziehung, auch einfach nur ein bisschen Zeit, und du musst ihm den Raum geben. Und das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn hier steht Syncing. Wie lange kann Syncing dauern? Teilweise eine Woche, Leute. Ihr seid dann nach wenigen Stunden schon so ungeduldig und fragt euch, wann ist es denn durch? Ich habe es oft erlebt, dass es teilweise nach einem Tag vorbei war mit dem Syncing. Aber es hängt, glaube ich, auch von der Internetverbindung ab. Wenn man über WLAN synkt, dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger als über LAN. Und dann hängt es auch noch von der Geschwindigkeit von WLAN und beziehungsweise dem LAN ab. Da kann es andere Variablen geben, oder aber auch, wenn ihr zum Beispiel seht, okay, mein Hotspot hat noch keine Location bekommen. Das sieht man vor allem hier bei den Latest Hotspots, wenn man hier reingeht und dann wartet, dann seht ihr hier No Location Set. Also hier zum Beispiel ist der Kollege schon, der ist einer der neuesten Hotspots auf der ganzen Welt, hat noch keine Location und ist auch noch am Syncing. Also wenn ihr am Syncen seid und zusätzlich auch noch keine Location seht, dann ist euer Hotspot wahrscheinlich brand new und braucht nur ein bisschen Zeit. Oder aber auch, wenn er nur diese Meldung produziert, Challenged Beaconer, dann kann es sein, dass, wie gesagt, ihr einfach nur noch ein bisschen warten müsst. Kommen wir dann jetzt zur Situation, wo es schon in den Bereich geht, wo man jetzt nicht unbedingt Panik bekommen muss, aber es muss einfach nur was unternommen werden, weil technisch stimmt da einfach etwas nicht. Und da werde ich jetzt einfach nur mal ein paar Ansätze nennen, weil alles andere den Rahmen sprengen würde. Es kann sein, dass die Verbindung bei deiner Antenne locker ist, dass der Strom Probleme macht, dass er vielleicht ab und zu ausgeht, dass die WLAN-Verbindung abbricht und man sich über eine LAN-Verbindung Gedanken machen müsste, dass der Internet-Provider, obwohl man den
Port 44158 geöffnet hat, Stress macht und man den WLAN-Provider anrufen muss oder auch einfach nur anstatt einer dynamischen IP eine statische IP braucht, dass vielleicht auch bei, dass die Blockchain mal wieder ein Problem hatte, die API ein Problem hatte. Also wie gesagt, da schaut bei Helium Status vorbei, schaut bei Discord vorbei, schaut in Telegram vorbei, seid ein wertvolles Mitglied der Community, geht den anderen nicht auf den SACK. Ich darf nicht fluchen, weil ansonsten macht YouTube Stress wegen meiner Monetarisierung der Videos. Und dann werdet ihr früher oder später auf die eine Lösung des Problems kommen, ja? Also, ich habe noch keinen Hotspot erlebt, der gar keine Rewards gemacht hat. Wenn überhaupt, dann macht er wenige Rewards, aber auch dafür gibt es Lösungen. Höher platzieren, andere Antenne benutzen mit mehr DBI oder weniger DBI oder eine Richtantenne benutzen statt einer omnidirektionalen Antenne. Es gibt so viele Möglichkeiten, da etwas zu tun. Also, ganz ruhig bleiben. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn ihr zum Beispiel so etwas seht, dass ihr die ganze Zeit Challenge Beaconer bekommt und diese Meldung erreicht dann, hat dann keinen einzigen Witness als Hotspot, das kann auch so ein Zeichen sein, da obwohl, und ihr seid in einem Gebiet, das von Minern umgeben ist, bekommt ihr trotzdem keine Witnesses, dann könnte das sein, dass ihr da etwas machen müsst. Und wie gesagt, dieses Video soll jetzt nicht unbedingt darum gehen, hauptsächlich wie man das behebt, weil es kann da viele Sachen geben, aber es soll eher hier um die Diagnostik gehen, ja. Es kann natürlich auch ein Anzeichen für ein suboptimales Setup sein, dass ihr die falsche Antenne gewählt habt, dass ihr zum Beispiel hier eine 9 dBi Antenne gewählt habt und hier zum Beispiel zwar die Hotspots erreicht, die in diesen pink-rosanen Bereich sind, aber vielleicht auf 30, 40, 50 Meter seid und ihr entsprechend hier unter diesem Kegel, kann man das Kegel nennen, unter diesem, was weiß ich was, Zylinder, nein, auch kein Zylinder, oh Mann, diese geometrischen Figuren, die geben mir echt den Rest manchmal. Unter diesem pinken Pizzastück kann sein, dass da eben die meisten Hotspots sind und ihr diese einfach nicht witnesst. Deshalb muss man sich auch überlegen, vielleicht eine andere Antenne zu benutzen. Und da würde ich euch vielleicht empfehlen, einfach mal im Explorer mal zu gucken, okay, was sind denn die bestverdienendsten Hotspots bei mir in der Nähe? Und dann würde ich hier zum Beispiel sehen, okay, hier in diesem blauen Hex, da befindet sich ein Kollege, der hat eine Antennenhöhe von, der ist auf einer Höhe von 30 Metern und macht mit einer 30 dBi Antenne wahnsinnig viel Schnapp. In 30 Tagen, wie viel Earnings hat er da eingefahren? 16 HNT in 30 Tagen, das ist wirklich ordentlich, wie ihr sehen könnt, performt er auch schon weit über dem Durchschnitt vom Netzwerk. Also da könnt ihr euch einfach mal bei den Nachbarn umgucken, was für Konstellationen, was für Setups die haben und so einfach nur von denen lernen. Also fassen wir nochmal kurz zusammen und das ist alles, das ist nicht alles ein Muss, das ist ein Kann. Kann sein, dass euer Hotspot eine Ausnahme ist und obwohl er die ganze Zeit nur, keine Ahnung, hier diese Challenge-Beacon-Meldung bekommt, trotzdem Geld macht. Also jetzt nur, weil es in diesem Video vorkommt, muss es nicht heißen, dass das jetzt alles Gesetzmäßigkeiten sind. Also, wenn ihr Witness-Beacon beziehungsweise Broadcasted-Beacon beziehungsweise Data-Packets, Transferred-Packets seht, dann sieht es wahrscheinlich gut aus, wenn es noch am Sinken ist. Wartend, wenn ihr nur Challenge-Beaconer bekommt, dann solltet ihr auch lieber warten. Aber, pardon, wenn ihr keine Witnesses für eure kreierten Beaconer bekommt, für Challenged Beaconer, für eure Challenges bekommt, dann kann das durchaus ein Zeichen sein, dass da etwas unternommen werden muss. Und was ihr jetzt unternehmen solltet, ist den Kanal abonnieren mit Glocke, um solche Videos nicht mehr zu verpassen. Fragen in Form von Litecoin-Adressen in die Kommentare, denn da gibt es immer Litecoin zu gewinnen. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst ein Like da, das freut mich wirklich sehr, aber alles in diesem Video bitte ohne Gewähr, also ich bin nicht Mr. kein Doktor in Helium, das ist meine eigene Meinung und keine Finanzberatung, wie immer. Und ich finde auch, bei Helium muss man dabei sein, wenn man da wirklich langfristig Spaß dran hat und wenn das für einen auch okay ist, wenn der Kurs von Helium abschmiert, wie er jetzt gerade ist, dann, also ich bin ganz ehrlich zu euch und da bin ich wirklich niemand, der, weil er ein YouTuber ist, da irgendwie irgendwie Luftschlösser baut. Also mir ist es relativ egal, wie viel
meine Bitcoin, meine Ethereum, meine was weiß ich was wert sind, meine HNT wert sind, weil ich sehe das Ganze als eine, als ein Investment in die Zukunft, was sich erst in Monaten, vielleicht sogar in Jahren auszahlen wird. Deshalb muss man einfach nur solche kurzzeitigen, ja, Tiefs einfach nur mitmachen können. Und auch nur, wenn man so etwas mitmachen kann, sollte man sich für 3% Rabatt einen Linkstot oder einen Browminer holen. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Und ansonsten, wenn ihr nur ganz schnell flippen wollt, euer Geld verdoppeln wollt, dann weiß ich nicht, ob Helium hier wirklich das Richtige für euch ist. Aber das ist natürlich eine Finanzentscheidung, in der viele Faktoren betroffen zusammenkommen und die jeder für sich objektiv und erwachsen treffen muss. Also Leute, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn nein, ist auch vollkommen in Ordnung. Lasst mir Feedback da. Jede Form von Feedback freut mich. Und viel Erfolg beim Minen und bis zum nächsten Mal. Ciao.